Stoned Luck Fantasy Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 34. Stoned Luck Fantasy Football Podcast. Luck, was geht? Ja, Arsch. Ich habe ein bisschen die ganze Zeit so einen Frosch im Hals, ein bisschen geschissen. Außerdem habe ich heute einen Long Chili Cheese gegessen vom Burger King und der stoßt extremst auf. Aber wir haben heute zwei Mics, deswegen muss ich dir nicht direkt in die Nase reinhauchen, was dich freuen wird. Freut mich auf alle Fälle. Überhaupt ein bisschen der Abstand zwischen uns, dass wir sich nicht so bedrängen. Luck, wir haben ein dichtes Programm heute. Ja. Wie immer, kurzes Overview über die Coaches. Hat sich wieder ein bisschen was getan. Wir wollen ein bisschen kurz über die Pro Bowl sprechen. Yep. Senior Bowl steht und der Rückblick von den Conference Finals. Ja, wie gesagt, eng. Starten wir gleich durch. Luck, Coaches. Tennessee Titans haben ihren Head Coach gefunden. Es ist Mike Vrabel geworden. Ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, galt er schon immer länger als Kandidat, aber er war ja der DC von Houston. Die waren letzter in Points allowed und 20. in Yards allowed. Interessant auf alle Fälle. Was sagst du dazu? Wird das was werden? Kann man das schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen? Taugt er das? Mir taugt es überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Das Einzige, was mir daran gefällt, ist, dass es ein Coach ist von einem Team, das in derselben Division ist. Das heißt, er kann ein Wissen mitnehmen über den, meiner Meinung nach, oder das stärkste Team, das sie da haben in dieser Division. Das heißt, er kann ein gewisses Wissen mitnehmen. Grundsätzlich mag ich Mike Vrabel nicht. Ich glaube nicht, dass er großartig irgendwas da machen kann. Ist auch einer von diesen Typen, die halt davon leben, dass sie mal bei Belichick gearbeitet haben oder gespielt haben. Glaube ganz ehrlich, dass diese Defense eigentlich mit dem Personal viel besser hätte sein müssen als er. Und außerdem finde ich es enttäuschend, dass sie nicht wirklich einen offensive-minded Coach haben, der mit Mariota arbeitet. Das könnte sich rächen, aber ja, auf dem Papier hätte ich eher gedacht, dass sie mehr auf McDaniels gehen, weil er halt irgendwie so vielleicht noch einmal zurückgezogen hätte von Indianapolis, weil eben Mariota fit ist, aber ja, ich sehe das eher negativ. Du hast es angesprochen, McDaniels, der soll ja angeblich zu den Colts gehen, das wird dann eine geile Dynamik in der Division, weil drei Belichick-Abkömmlinge und ein Outstander mit Coughlin und die Jaguars. Interessant. Ja, endlich. Die Division ist seit 5 Jahren gefühlt extrem scheiße und nicht zum Anschauen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn es da mal bergauf gehen wird. Arizona Cardinals, der ehemalige Defensive Coordinator von den Panthers, Steve Wilkes, wird Head Coach. Gerade defensiv hat er dort ja einige Puzzleteile mit dem Honey Badger, Chandler Jones, Pat Pete. Interessant wird, welchen Quarterback er nächstes Jahr haben will, bekommt. Was sagst du da dazu? Überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass Wilkes es sein wird, weil ich auch vor allem gedacht habe, dass die wiederum auch eher in die Offensive gehen, weil ja dort ein neuer Quarterback hin muss. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Könnte mir nur so erklären, dass sie sagen, okay, wir bauen auch alles um die Defense auf, um das Talent, was auf der Defense schon ist, holen uns offensiv halt irgendeinen von diesen jungen Coordinators, vielleicht finden wir irgendwen oder vom College irgendwen, der dann auch einen eventuellen College QB dort reinführt. Habe gestern GM Street gehört mit Mike Lombardi, der hat was sehr, sehr Gutes gesagt. Er hat gemeint, Schirmer wäre hier viel interessanter gewesen, weil Keenum zu haben wäre. Er könnte Keenum gleich mitnehmen, hätte eine gute Defense. Fände ich, wäre ein super Ding gewesen. Schirmer dürfte nicht überzeugt haben in Arizona. Überrascht mich, aber es kann ein guter Hire sein. Wilkes war bei vielen Teams im Gespräch, das muss irgendwas sagen darüber, ne? Aber du hast das jetzt eh auch kurz angesprochen. Der hat eine neue Heimat gefunden. Pat Shurmur, neuer Head Coach von den New York Giants, nach dem Aus von den Vikings jetzt auch offiziell. Letzte Woche haben wir noch darüber geredet, Del Rio vielleicht der Defensive Coordinator, aber es ist anders gekommen. James Bettcher von den Cards mitgenommen zu den Giants. Allgemein das ganze Konstrukt, wie taugt er das? Eli Manning, Pat Shurmur, Odell. Ich glaube, Shurmur ist grundsätzlich, wenn ich jetzt, und das ist wieder nur reine Spekulation, ist eh klar, alles, was wir hier machen, ist reine Spekulation. Das, was mir gefällt, ist, Shurmur hat aus Keenum einen sehr, sehr guten Quarterback gemacht dieses Jahr durch ein System, das darauf aufgebaut ist, den Ball schnell rauszubekommen. Spieler oder überhaupt Receiver schnell offen zu kriegen über Pick Routes etc., ja, über Shallow Cross und sonst was, also Routen, die sich kreuzen, sozusagen, dass jemand dann frei wird. Mittlerweile muss man sagen, ist Eli Manning auf einem Niveau von einem Case Keenum und das ist einfach so. Eli Manning war super gut, aber die Armstrength ist seit 2 Jahren nicht da.
daran ist ja auch irgendwo McAdoo gescheitert. Deswegen gefällt mir der Hire sehr, sehr gut offensiv betrachtet. Defensiv kann ich nichts sagen. Ich kenne den Typen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gefällt mir sehr gut und vor allem, weil ich glaube auch, dass Schirmer sowohl mit Eli gut kann, als auch mit einem neuen Quarterback, den ich noch immer glaube, dass sie holen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, mein Tipp war ja Bill Belichick, wird Trainer von den Giants, aber anscheinend nicht. Cleveland Browns, allen Kritikern zum Trotz, vor allem aus Pittsburgh, mich freut's, Todd Haley als Offensive Coordinator, schlimmer kann es sowieso nicht mehr werden. Die Offense war in Pittsburgh meiner Meinung nach nicht das Problem. Wie wird das mit Hugh Jackson passen? Was sagst du? Ganz einfach, Woche 2, garantiere ich dir, zweiter Quarter, Josh Allen, Interception, Hugh Jackson geht rüber zu Todd Haley, Todd Haley stänkert ihn an, er stänkert ihn an, sie stänkern zurück. Lack, ich muss dich gleich unterbrechen, also Josh Allen wird nicht der Quarterback der Cleveland Browns. Okay, das ist Material für den nächsten Podcast, aber ich sage hundertprozentig. Colts Lions Head Coaches bleiben up for grabs. Wir wissen wahrscheinlich, ob was da hinausläuft. Wir wissen es. Okay, Luck Coaches damit abkackt. Das ist das, was in der letzten Woche passiert ist. Schauen wir weiter. Diese Woche war die Pro Bowl Week. Ich glaube, das Highlight war gestern mit der Skill Challenge, ja, was immer ist, wieder lustig ist. Absolut. Pro Bowl, das Game selber eher zum Vergessen. Hat nichts mit Football zu tun, ehrlich. Was mit Football zu tun hat? Morgen, 20:30, Senior Bowl. Ich weiß, es liegt dir sehr am Herzen. Ich sage euch ganz ehrlich, ihr kennt mich, Fantasy über alles. Ich habe Aufmerksamkeit wie ein Spatz. Wie ich schon gehört habe, die Top Running Backs sind eben nicht alle Seniors. Richtig. Und sind nicht beim Senior Bowl. War für mich gleich ein bisschen so eine Enttäuschung. Aber Luck, du hast sicher drei Spieler, auf die man schauen sollte, die vielleicht sogar auch Fantasy-relevant sind fürs nächste Jahr. Wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, nur weil einer beim Senior Bowl ist und die Trainings mitmacht, heißt noch lange nicht, dass er viel spielen wird. Ist auch klar, es liegt viel Geld in der Luft, es sind Verträge, die, ja, man möchte sich nicht mit einer Verletzung verhauen, überhaupt beim Senior Bowl, wenn, ich glaube, in 2 Monaten Combine, Draft etc. anstehen. Luck, auf wem sollte man trotzdem ein Auge legen? Also ich bin eigentlich, auch wenn ich natürlich Fantasy Football liebe, das ist natürlich klar, das ist das, was ich mache, das ist das, mit dem ich mein Geld verdiene. Aber jetzt mal ernst, ich schaue dort grundsätzlich immer auf, egal welche Spieler, bin aber eigentlich eher in der Defense zu Hause, muss ich da ganz ehrlich sagen. Spieler, die mir gefallen haben, jetzt aber trotzdem in der Offensive. Baker Mayfield ist ganz klar für mich der beste Quarterback im Draft. Viele sagen, Character Issues, dass dieser Johnny Manziel vergleicht, den finde ich müßig und der ist meiner Meinung nach extrem dämlich. Baker Mayfield ist alles, was er ist, ist ein absoluter Teamplayer, ein Typ, der immer Team zuerst ist. Jeder in Oklahoma State wird dir, also jeder Spieler bei Oklahoma State wird dir sagen, das ist ein absoluter Leader, ein Vorbild für alle. Ich liebe diesen Typen, ich verstehe nicht, warum er nicht als erster Quarterback gepickt werden soll, nur weil er ein bisschen kleiner ist, das sagt gar nichts. Drew Brees, Russell Wilson sind das beste Beispiel dafür, dass man auch als kleiner Quarterback was erreichen kann. Aber gleich, du zeigst schon mit dem Finger auf mich. Das gleich ein Einwurf von mir, wir haben es vorher jetzt schon, Josh Allen, der Name ist schon gefallen, auch wenn wir jetzt nicht die Experten vor Ort sind, aber zum Beispiel gestern habe ich das Training gesehen, ja. Die 7-on-7 Drills und die Red Zone Drills, es war genau ein guter Wurf von Josh Allen dabei, der was aber 60-70% sicher auf Justin Watson geht, mit seinem One-Hander dort in der Corner von der Endzone. Das müssen doch die Scouts auch sehen. Wie kann man sagen, dass man vor einem Darnold, vor einem Rosen, vor einem Baker Mayfield als Cleveland Browns Josh Allen favorisiert? Weil du die Dinge siehst, die er machen kann. Du kannst einen College Quarterback heutzutage nicht nehmen und sagen, ich spiele genau das. Das haben viele Leute versucht. RG3, bestes Beispiel, voll in die Hose gegangen. Es gibt dann aber Typen wie zum Beispiel einen Carson Wentz, den habe ich sehr negativ gesehen. Ich habe gedacht, der hat ihn irgendwo in Dakota gespielt. Das heißt, das ist eigentlich ein Farmer-Junge, der halt einen extrem starken Arm hat. Aber ich habe gedacht, der kommt mit dieser Pro-Style-Offense nicht zurecht und dass man so eine Offense nicht in die NFL implementieren kann. Der neue Coach hat das dann aber gemacht. Ich glaube, wenn du den unter Fischer zum Beispiel gehabt hättest, Wentz mit Fischer bei den Rams, würde er im ersten Jahr viel schlimmer ausschauen als Goff. Nur als Beispiel. Ja. Was man bei Allen sieht, sind die Mechanics, das heißt, er hat die Wurfbewegung, die Release-Time ist sehr, sehr klein. Ja, die Power, das heißt, und genau, den Speed. Genau, und die Leute sehen in ihm etwas. Das sagt man immer, das werden wir dann beim Combine sehen. Das ist halt nichts anderes als die Underwear-Olympics, die Unterhosen-Olympics, weil die Typen dann dort stehen und dieser Allen schaut aus wie ein Quarterback.
knapp 2 Meter, also nicht 2 Meter groß, sondern 1,90 groß und er kann was. Aber auch den, der ist dort, ich mag aber Josh Allen gar nicht, von dem her schaue ich auch gar nicht auf ihn. Baker Mayfield taugt mir, fantasy-technisch für dich habe ich was dabei, Rashad Penny, Running Back San Diego State, absolutes Highlight-Reel, sein Tape ist fantastisch, er hat ihn jetzt in den Trainings überhaupt nicht überzeugt, leider muss ich sagen, aber das ist ein absoluter Superstar für mich, vor allem ist er ein Running Back, von der jetzt eben gerade in der NFL meiner Meinung nach die Zukunft ist, ein Typ, der fangen kann und auch laufen kann. Letztes Jahr haben wir gesehen, das ist die neue Generation Running Backs, Kamara, Hunt, Gurley, die können fangen und auch laufen. Penny ist absolut so ein Typ, ich habe den Typen sogar mal live gesehen, Humble Brag, bei San Diego State, fantastischer Typ. Wie hat dir das Stadion gefallen? Furchtbar, furchtbar. Gott sei Dank sind sie weggezogen aus San Diego, die Chargers, obwohl leider, weil wir sind ja Chargers-Fan, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe noch 2 Typen in der Defense. Erstens einmal, das ist ein ganz kleiner Name, aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen im Training. Chandon Sullivan, Cornerback, Georgia State. Fand ich einfach fantastisch. Hat vor allem in diesen Red Zone Drills sehr, sehr gut ausgesehen. Und den haben wir über Twitter gefeiert. Das ist mein absoluter Lieblingsspieler in dem Draft. Shaquem Griffin, Bruder von Shaquille Griffin, der ja bei den Seahawks spielt. Für die Leute, die es immer noch nicht wissen, das ist ein Spieler, der hat nur eine Hand. Der hat keine linke, ihm fehlt seit seinem 4. Lebensjahr die linke Hand. Er spielt also links praktisch mit einem, als hätte er sozusagen seine Hand zusammengebunden zu einer Faust. Ja. Beeindruckend aber ist nicht nur, dass er das irgendwie wettmachen kann, aber er ist nicht nur ein Mitläufer. Er war der beste Trainingsspieler. Das ist bei der Senior Bowl fast viel wichtiger, als wenn du dann im Spiel selber gut bist. Und das Beeindruckende war, er hat alles können. Er hat Pass-Coverage gespielt, er hat Run-Stop gespielt und seine Pass-Rush-Moves waren traumhaft. Absolut traumhaft. Ich stehe auf den Typen extrem und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste. Ich kriege, also, ihn mir angeschaut, UCF gegen Auburn, das war das Spiel, wo sie dann eben eigentlich die National Championship gewonnen haben. Das sagt man in Amerika. Der war doch für allen Snaps am Feld. Er ist unglaublich. Er ist ein Leader und das, was er gesagt hat, und das ist das Schöne, er liebt Football. Sie haben ihn gefragt, was für eine Position wirst du spielen? Und er hat gesagt, lass mich kurz meine Haxen aufwärmen, ich kick den Ball für sie sogar. Also, das ist sein Traum. Das ist so einen Typen, wirst du haben. Stimmt, ich glaube, gerade wahrscheinlich wegen seinem Handicap oder wegen seiner Limitation, der ist einer, der Gras frisst, der will High Motor. Was man auch sieht, auch in der Coverage eben sehr stark. Er muss nicht jetzt ein reiner Pass-Rusher sein. Er kann auch eben ein Coverage-Linebacker sein. Er kann von Zeit zu Zeit dann auf den Blitz gehen. Ich glaube, genau so einen Mann sucht man in der jetzigen NFL. Ich glaube auch, vor allem, du musst ihn nicht auf allen Downs drin haben. Gib den auf den dritten Down rein, stell ihn als Edge-Rusher hin und du hast keine Ahnung, kommt er jetzt oder geht er in Pass-Rush, also in Pass-Coverage, Entschuldigung. Das ist beeindruckend. Sowas willst du haben. Okay, ich hätte noch einen, wenn wir jetzt sagen, wegen Limitations, Troy Fumagalli, der Tight End von Wisconsin, Badgers, Big Ten Tight End of the Year, schaut sich den an, großer Körper, großes Target, sicher interessant. Aber was hat er? Ich habe das nicht gewusst, er hat auch eine Limitation. Ja, er hat eine Limitation, ihm fehlt in seiner rechten Hand der Zeigefinger, er hat eigene Handschuhe und so weiter, ist sicher auch nicht das Leichteste, ohne Zeigefinger die Kugeln so zu fangen. Ja, schauen wir. Ich freue mich, wenn der dann von Aaron Rodgers Pässe fängt. Wisconsin, Baby. Okay, lag 20:30 morgen, schaut rein, Senior Bowl, sicher interessant. Vor allem interessanter als die Pro Bowl. Vergesst die Pro Bowl, bleibt nicht auf für den Pro Bowl, schaut sich das nicht an, vergesst das hat nichts mit Football zu tun. Okay, lag, es waren 2 Spiele am Wochenende, gar nicht so uninteressant. Ich glaube, da sind dann 2 Teams ins Super Bowl einzogen, die Conference Finals, Jaguars at Patriots. Schauen wir es uns kurz an, die Patriots, glaube ich, richtig cocky begonnen, gleich einmal ein Fourth Down ausgespielt mit einer schönen Wheel Route von Brady auf Amendola. Ich glaube, spätestens da hat man gesehen, die Hand hat gar nichts, der ist genäht worden und der ist überhaupt damit nicht beeinflusst von irgendwelchen, sage ich jetzt einmal, Sachen, die Leute reininterpretiert haben. Der war top, Brady, hat überhaupt keine Probleme gehabt. Sie haben trotzdem dann die Patriots beim Field Goal gehalten. Ich glaube, die Patriots 3-0 in Führung gegangen, die Jacks dann im Gegensatz einen super Drive hingelegt, 7-0 in Führung, nach einem weiteren guten Drive und dann 3-and-out von den Patriots und war, glaube ich, der Call, den ein jeder kennt, 27 Power auf der Goal-Line, 14-3 für die Jaguars. Bis zu dem Zeitpunkt, wie hat dir da das Play-Calling von den Jaguars gefallen? Überhaupt bei 3rd-and-8, wo man wirklich gewusst hat, jetzt muss Blake werfen.
was sagst du bis zu diesem Zeitpunkt? Fantastisch. Nathaniel Hackett hat einen Wahnsinnspflege, also überhaupt einen Wahnsinns-Gameplan gehabt. Ich weiß nicht, wie viel Anteil da war von Doug Marrone, weiß ich wirklich nicht. Ich muss aber sagen, es war fantastisch. Es war eine fantastische Mischung aus Play-Action und auch aus Running-Game. Die Würfe, die man Bortles gegeben hat, die man gesagt haben, die muss er machen, da hat er auch wiederum 3-4 verpasst, wo wir auch gesagt haben, als wir das gesehen haben, das ist sein auf Fehler. Alle Fälle. Ein genauerer Quarterback hätte den gehabt. Aber er hat dann trotzdem genug Plays gemacht, um sie in Führung zu bringen. Das war bis dahin, bis zum 14-3 war es fantastisch. Aber ab dem 14-3 habe ich das erste, was ich mein Handy in die Hand genommen, Twitter gestartet, das erste, was ich gemacht habe, ist 28-3 hingeschrieben. Ja, du hast das gejinxt. Wir haben doch. Wir wissen es. Wir waren alle dabei, du hast das verkackt, Lack. Aber das muss ich, bevor wir da jetzt nochmal reinkommen, ich möchte es wirklich von Hause sagen, nie habe ich gedacht, dass die Patriots das verlieren. Nicht eine Sekunde. Aber gehen wir weiter, weil für mich die Schlüsselszene war vor der Halbzeit. Ich komme genau zur Schlüsselszene. Genau. Church gegen Gronk. Lack, da haben sich schon viele zu Wort gemeldet. Ich glaube, Richard Sherman hat gleich für seinen DB-Kollegen Partei ergriffen, dass das nicht wirklich anderer geht. Wie ist deine Meinung dazu? Ich sage, es ist blöd ausgegangen auf alle Fälle. Dreckig war es für mich nicht, aber ja, Gronk war dann concussed und nicht mehr im Spiel. Ich gebe es dir als Beispiel auch für Leute, vielleicht, die jetzt nicht zu Football schauen, die sich das vielleicht vorstellen. Es läuft auf dich ein Nilpferd zu. Und du hast, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist eben dieses Nilpferd so hart wie möglich zu treffen. Was machst du? Du musst dich auch selber schützen. Church muss sich in dieser Situation auch selber schützen. Er kann nicht, ich meine, er kann schon low gehen. Ja. Er hat aber ich glaube, low ist versucht, der, als so, ja, wie er es genau, probiert. Genau, weil wenn wir dann darüber reden, dass er ihm voll in die Knie reinspringt, ist er noch viel, viel schmutziger, weil ihm das Knie raus hat. Ich glaube nicht, dass er mit dem Kopf rein wollte. Ich finde, er hätte schon mit der Schulter ein bisschen weiter reingehen können. Ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite muss ich doch eines sagen, ich glaube schon, dass man, das ist jetzt komplette Unterstellung, es ist schmutzig, dass ich sowas sage, aber du hast auch Fußball gespielt, wir haben gemeinsam in einem Team gespielt, natürlich versucht man auch mit schmutzigen Schmäßen mal irgendwen aus dem Spiel zu nehmen, und wenn ich weiß, ich kann die Typen aus dem Spiel nehmen, so, dann versuche ich es, und es hat ja dann funktioniert. Ich weiß nicht, warum du das jetzt so zu mir sagst, ich nicht, du vielleicht. Ich habe das definitiv versucht in meiner Fußballkarriere. Also okay. Gut, die Patriots schließen diesen Drive aber mit ihrem Touchdown ab, 14-10. Wie taugt er dann der Kneel-Down mit 55 Sekunden vor Schluss der ersten Hälfte? Das ist der Beweis dafür, für all das, was die Leute im Vorhinein, hat es diese Riesenkontroverse gegeben, ist Blake Bortles wirklich der schlechteste Quarterback aller Zeiten nicht nur in den Playoffs, sondern in diesem Spiel, in einem Conference-Final. Das war der Beweis dafür, dass sein ganzes Team sagt, er kann es nicht. Zwei Timeouts, 55 Sekunden, du versuchst nicht mal, du musst ja bei 55 Sekunden zweimal einen Kneel machen. Du kannst nicht einfach hingehen, kneelen und rein. Das heißt, du musst kneelen, warten, bis die Playoff runtergeht und nochmal kneelen. Wir haben ja gemeinsam geschaut, dass ich auf dein Entsetzen gesehen habe. Aber das ist, ich verstehe tierisch, nicht. Tierisch. Wenn du gegen dieses Team einmal vom Gaspedal runtergehst, hast du verloren. Und das war für mich vollkommen logisch. Dann war das erledigt. Ja, gerade zweite Hälfte. Ich glaube, dann waren noch zwei Lambeau Field Goals. Die Jacks gehen 20-10 ins Führung bis ins vierte Viertel. Markus, hast du das gehört? Lambeau Field Goals. Wahnsinn. Lambeau Field Goals, hast recht. 20-10 in Führung bis ins vierte Viertel. Dann war sogar ein dritter und 18 von der eigenen 25 der Patriots. Den machen sie dann. Und ich glaube, ab da war es richtig im Rollen die Maschinerie bei den Patriots. Genau, weil eben die Jaguars das große Problem gemacht haben. Nicht nur, dass sie eben offensiv, wie ich schon gesagt habe, Fuß vom Gaspedal genommen haben, sehr konservativ gespielt haben, dann natürlich noch mehr versucht haben, ihren eigenen Quarterback zu verstecken, was nicht aufgegangen ist, aber in der Defense auch. Viel zu viel Zone Coverage, nur noch vier rushen lassen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir sie in Tag gesessen und gesagt, bitte blitz doch einmal, was ist? Maischek kommt, blast den Brady aber dann hast du keinen Rush mehr gesehen. Und so konservativ zu spielen und so nicht das First Down zu verteidigen bei 3. und 18, weil das waren die zwei Schlüsselszenen, vor der Halbzeit und dieser 3. und 18, das verstehe ich nicht. Das Field Position Battle haben ja die Pats dann in der zweiten Hälfte klar gewonnen. Eindeutig. Ich glaube, immer bei den Punts auch 3 and Out von den Jacks, wenn es auf der 11-Yard-Linie bleibt, dann nicht viel über mit den Limitations, die halt Bortles hat. Play Calling haben wir jetzt eh gesagt, defensiv und offensiv sehr konservativ. Gerade da hat man gemerkt, man will Blake keine Chance geben, das Spiel vorzeitig zu verkacken. Er kann es auch nicht. Also er hätte ihnen das nie gewonnen. Ich habe nie gedacht, und wir wussten, es kommt zu dem Punkt, wo man von ihm nochmal ein oder zwei, vielleicht drei Plays braucht in der zweiten Halbzeit. Dann kommt der Trickplay von den Pats mit Fumble von Lewis, Miles Jack, zu früh anpfiffen oder nicht, Lack? Egal, das kann man nicht sagen. Das tut mir leid, aber da kann ich dem Schiri keinen Vorwurf machen. Das ist zu hart in der Situation.
nach unnötigen Strafen, ich glaube, eine ganz weite Passinterference gegen Cooks, verkürzen die Bets dann auf 2017. Es kommt dann als Three and Out und wir es kommt dann, wie es kommen muss. Also in 24-20 in Führung mit einem Supercoach von Amendola. ja. Nein, wir wussten das alle. Wie gesagt, es ist, und das, was ich gerade eben gesagt habe, dieses, irgendwo hast du dann gewusst, Blake muss noch diese Plays machen, das ist nicht zu erwarten und das ist sicher Material für den nächsten Podcast. Sehr interessant hier, genauso wie bei den Verlierern vom anderen Spiel dann. Sehr interessant, wie das in Zukunft weitergeht in der Offense. Die Jacks schaffen es dann nicht. Wahnsinnsplay von Gilmore, dieser Deflected Pass. Ja, ist gut, aber ich glaube, ich bin ehrlich, sie hätten das nie verloren. Beim letzten Lauf von den Patriots, Holding oder nicht Holding lag? Nein, kein Holding. Okay, alles in allem, die Bats haben es wieder geschafft, stehen im Super Bowl. Vollkommen verdient. Sie sind, wirklich, es ist vollkommen verdient. Vor allem, wer dann keinen Edelman hat, keinen Gronk hat, den Turnover-Battle verliert und auf einmal aus einem Amendola einen Pro-Bowler macht, keine Ahnung. Also ist vollkommen verdient, aber ich habe nie daran gezweifelt, niemals. Es ist dieses Patriots-Ding, du weißt schon, dass sie es machen. Wie Bayern München in den Ende, also Anfang 2000er Jahren oder so. Du hast gewusst, okay, passt, die Bayern, kommt schon wieder. Vikings gegen Eagles, zweites Conference Final lag, da ein bisschen überraschender, sage ich einmal, aber die Vikings angefangen wie letzte Woche, soliden ersten Drive, da hat man eigentlich geglaubt, es ist so, wie es die ganze Saison war, es läuft. Gleich beim ersten Wurf von Foles hat man dann eigentlich gemerkt, puh, wohin das gehen könnte. Ich glaube, 50 Yards aufgestellt auf Torrey Smith. Pass Interference Call oder nicht, man weiß es nicht. Aber Wir hätten ihn wahrscheinlich haben können. Müssen es doch nicht, müssen. So ist es, okay. Hat ihn nicht gehabt, aber eben man hat irgendwie gesehen, wie sie es heute wollen. Die sie aber dann aufs Board gebracht haben, war die Defense. Pick 6 von Keenum. Ich glaube, da war dann auch das Stadion elektrisch und da hat dann schon ein bisschen jeder gemerkt. Genau. Das war für mich die absolute Schlüsselszene in dem Spiel, weil die Defense hat auf einmal die Punkte gemacht. Du hast doch dann gespürt, das Stadion war wieder voll da, weil es eben dann so im Tief war. Als die Vikings da runtermarschiert sind, bin ich auch da gesessen. Ich habe mir leider das anschauen müssen mit einem Viking-Fan. Gruß an Ingo, aber tut mir leid, das war wirklich furchtbar für mich, dieses violette Ding vor mir zu sehen. Aber eben genau da, Stadion voll unten und auf einmal mit einem Pick 6, was gibt es außer einem, vielleicht noch ein Kickoff-Return-Touchdown, würde ein Stadion wahrscheinlich noch mehr zum Auszucken bringen. Ja? Also das war key, absolut. Nächstes Three and Out der Vikings und dann endet dann ein langer Touchdown-Drive mit einem Blunt-TD. Luck, Blunt, sein 10. Playoff-TD seit 2013. Er schafft es irgendwie immer in die Postseason und dort delivert er, dort eigentlich wirklich immer, zum dritten Mal in 4 Jahren ist Super Bowl. Talk to me. Keine Erklärung dafür, absolut, ich weiß es nicht. Ein Spieler, der einfach vielleicht am Ende in den Playoffs, wo die Leute nicht mehr so viel Energie haben, ist er halt der Typ, der über Leute drüber wälzen kann, vielleicht, aber eine Erklärung dafür gibt es nicht. Ich fand aber diesen Drive sehr, sehr gut und überhaupt, das hat man dann gesehen, wie gut Foles diese RPOs machen kann, Run-Pass-Option. Ja. Fand ich ein bisschen billig auch, dass sich diese gute Defense das nicht vorher besser angeschaut hat. Ich weiß nicht, aber Foles war so genau an diesem Tag. Das war absolut fantastisch. Ende zweite Viertel, Druck auf Keenum macht sich wieder bezahlt, Strip 6, Eagles Ball. Am Ende des Spiels kommt man auf 34 Pressures, 25 Hurries, 7 Quarterback-Hits und ein Sack. Wir haben es gesagt, die Blitz-Packages der Eagles sind gefinkelt. Absolut. So eine richtig starke Unit, eben schnell, hart. Haben an den Trenches, glaube ich, Offense und Defense das Spiel gewonnen. Absolut, das ist das, was wir auch schon in der Vorschau gesagt haben, ist, die haben D-Line, O-Line einfach größere, stärkere Spieler. Und die haben dieses Konzept irgendwie draußen. Und im Gegensatz zu den Jaguars haben sie halt eben wie anscheinend einen Quarterback, der aus irgendwelchen Gründen Klatsch performen kann. Foles, wenn du ihn in ein System hineingibst, was er kann, ist ein guter Quarterback. Wir vergessen das, der war in der Pro Bowl damals unter Chip Kelly und er war unter Chip Kelly ein sehr, sehr guter Quarterback. Und das, was sie jetzt spielen, ist nicht Carson Wentz Bowl, das ist Chip Kelly. Das ist das Ganze, die haben das Playbook herausgeholt aus der Chip Kelly Zeit und das war wirklich beeindruckend zu sehen. Ich glaube, ein Quarterback-Rating über die 148 kann das sein. Ich weiß nicht ganz genau. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Er hat den Tag aber vor allem mit 26 von 33, 78%, 3 Touchdowns, 352 Yards. Sehr, 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 sehr stark. Und das war für mich auch schon, ganz ehrlich, es war zur Halbzeit aus, meiner Meinung nach. Ja, und warum? Er war ein bisschen unbeeindruckter, sage ich jetzt mal, von dem Druck. Absolut. Nach diesem Ballgewinn eben, ich glaube, die Pocket ist schon am Zusammenbrechen, rechts, links, was macht er? Wide open, 53 Yards auf Elshon Jeffrey.
Da muss man eines sagen, die Pocket war am Zahnbrechen und so weiter, aber er hat die Augen immer oben gelassen. Ja. Und das ist auch etwas, was Wentz das ganze Jahr sehr, sehr gut gemacht hat. Aus irgendeinem Grund hat Doug Peterson, ist ein bisschen ein Quarterback-Flüsterer und kann einem Quarterback dieses in die Pocket reinschauen und schauen, von wo kommt die Pressure, kann ihm das wegnehmen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, weil das war fast schon ein bisschen so Aaron Rodgers-Magic, weißt du, ich meine, Spiel bricht eigentlich zusammen. Aber der Receiver spielt auch weiter. Das ist auch, war auch sehr, sehr stark von Jeffrey, dass er da weiterläuft. Und das auf alle Fälle. Vor allem, ich glaube, viele würden da eher mehr, vor allem wenn sie wissen, mit einem Backup-Quarterback, gehen vielleicht mehr zum Quarterback hin, um ihm den Wurf leichter zu machen. Er geht deep, extrem stark. Three and out the Vikings und ein Screen Pass später, kicken noch einmal vor der Pause. Du hast das mal eh schon meine Frage vorweggenommen. Ja. Da war es wahrscheinlich schon gelaufen mit 24-7 in der Halbzeit. Dieses Team ist nicht aufgebaut, um einen solchen Rückstand zu holen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das möchte ich nur kurz noch sagen, bevor wir das jetzt dann noch weiter durchgehen. Es war das, was ich glaube, wir haben das vorher gesagt und ich glaube, weil die Fehler in der Defense waren mental. Dass ein Xavier Rhodes auf einmal ins Backfield piekt und nicht auf seine Gegenspieler schaut, das ist mental. Das ist eine Unkonzentrierte, die deswegen passiert, weil man einfach draußen ist. Mental. Der Dagger war aber wirklich, glaube ich, erste Possession nach der Pause. Dein Lieblingsspielzug im Madden? Flea Flicker. Auf Doris Smith. Ja. Da waren wir dann fertig, ne? Ja, nein, wie gesagt, ich glaube, es war schon vor der Halbzeit fertig, aber es ist einfach extrem schwierig und das hat mir dann auch sehr gut gefallen, dass da sogar noch eine Statistik gekommen ist. Teams, die einen sogenannten Walk-Off-Win hatten in den Playoffs, sind 0-12. Das heißt, es gibt einen statistischen Beweis dafür, dass es schwieriger ist, mental sich von so einem Sieg zu erholen, als von einer hohen Niederlage. Eh klar, von einer Niederlage in den Playoffs kannst du dich nicht erholen, weil du draußen bist, aber das spürt man einfach. Das ist einfach, du hast einfach letzte Woche so ein Gefühl gehabt, dass du so viel erreicht hast und auf einmal musst du wieder komplett bei Null beginnen. Du kannst nicht bis Mittwoch feiern und sagen, yeah, super. Nein, du musst dich am Dienstag schon voll konzentriert dahinsetzen und dir muss in der Sekunde, wo du so ein Spiel so gewinnst, wie die Vikings es gewonnen haben, dir bewusst machen, wir jubeln hier nicht. Weg, runter. Und sie haben halt, sie waren halt in einem Freudentaumel, den ich verstehe. Voll seine Starts haben wir vorher schon kurz erwähnt. Dazu kommen 10 von 14 verwertete Third Downs. Gegen die beste Third Down Defense der Liga. Kann er das im Super Bowl nochmal wiederholen? Reden wir über nächste Woche über die Super Bowl. Sind die Eagles jetzt for real? Sind sie for real? Ich wette mein ganzes Geld auf die Patriots. Das ist eh logisch. Sie sind for real oder nicht for real? Ich muss mich noch mehr damit auseinandersetzen, aber glaub mir eines, diese RPOs werden nicht im Super Bowl so aufgehen wie gegen diese Defense. Auf gar keinen Fall. Okay, Luck, das war die Zusammenfassung von den Conference Finals. Wir haben es euch letzte Woche schon irgendwie erwähnt. Wir sind heute zu Gast bei Party mit Peter. Wir müssen zusammenpacken, haben eh schon überzogen und raufen rüber ins andere Studio, melden sich direkt dann von dort. Ihr werdet es noch einmal von uns hören. Peace. Stoned Luck Fantasy Football Podcast. Wir sind jetzt daher rübergeächtet ins Studio. Burschen, wir melden uns jetzt noch einmal. Danke, Peter, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Du darfst jetzt auch ein bisschen bei uns zu Gast sein in der Show. Wir sind ja noch immer örtlich bei dir. Was ansteht nächste Woche? Super Bowl. 4.2., ja, kenne ich aus. Sonntag. Du überrascht mich. Super Bowl, Endspiel, das ist so diese Zeit, wo auch jeder, der nichts mit Football am Hut hat, auf einmal Football-Fan wird. Du hast sicher auch schon, weiß nicht, x Werbungen, Fernsehen, Zeitungen, Radio gehört, Super Bowl-Partys. An jeder Ecke Super Bowl-Partys, da trifft man alle Charaktere, die unterschiedlichsten Charaktere, die es irgendwie gibt, nur irgendwie ist keiner richtig angenehm. Vielleicht weißt du, was ich meine. Keine Ahnung von Football, aber bei der Super Bowl Party wird er dann zum Experten, redet die ganze Zeit und geht den Leuten, die das Spiel genießen wollen, irgendwie am Zeiger. Und wenn es der Pech hast, bringt er nicht einmal was mit oder er bringt so, weiß nicht, zwei kleine Dosen Bier und haut sich dann aber rein die
Hotdogs, Burger. Genau. So bin ich nicht, aber ich bin auch so eigentlich zum Football gekommen, weil mir das taugt. Das glaube ich. Dieser Unterhaltungswert und die Commercials. Und ich bin wahrscheinlich genau dieser 0815-Typ, genau, den du meinst. Genau. Ne? Commercials, du sagst es an. Was gibt es Ekelhafteres als einen Typen, der dann während dem Spiel die ganze Zeit redet über die Werbung, die er gerade gesehen hat, und kaum kommt die Werbung. Stereotyp. Commercial. Typ Nummer 1, Commercial-Typ, ja, eindeutig. Und weil du gesagt hast, der Typ, der dann kommt, du hast Fett aufgekocht und entweder er bringt nichts oder du sagst ihm, hey, hau einen 20er rein in die Box. Also, boah, ich hab nur einen 100er, könnt ihr wechseln? Also, nah. Und dann, ich überweise da, kommt nie was. Das ist super. Das ist super. Ja, okay. Am beliebtesten machst du dich überhaupt, wenn du im zweiten Viertel kommst und dich dann so direkt ins Sichtfeld von irgendeinem anderen vom Fernseher so ein bisschen breit machst. Aber so, weißt du, dass du irgendwie ignorierst, dass er jetzt nichts mehr sieht. Ja, noch redet zwischendurch. Und so. Oder machst du so einen höflichen Blick nach hinten, so geht's eh, aber es interessiert dich gar nicht. Aber diese Super Bowl Partys, ich glaube, du willst eher auf das hinaus. Es gibt die Erwartung, Super Bowl Party, und dann gibt's die, wie ist die Super Bowl Party wirklich? Was hat's denn mit dem auf sich? So Erwartungshaltung versus Realität. Ist es dann wirklich so leiwand immer? Es ist nie leiwand. Es gibt eben tausend Sachen, die dir an dem Tag am Zager gehen. Erstens einmal, du sitzt irgendwo, stehst irgendwo und siehst schon bei der Tür, ja, ah, der schaut schon so in deine Richtung. Irgendwie, er kommt schon immer näher und du denkst dir schon so, irgendwie ist da kein Platz. Es gibt ja überhaupt so die prinzipielle Regel unter Männern ist ja, wenn dein Körperteil, irgendein Körperteil von einem Fremden berührt, dann ist dort kein Platz. Du setzt dich dort nicht hin, du stellst dich dort nicht hin. Warum bei einer Super Bowl Party? Wieso soll das so sein? Es gibt beim Football sogar die Regel Unsportsmanlike Contact. Das ist ein eindeutiger Unsportsmanlike Contact. Wenn man sich auf der Couch dann noch irgendwo dazwischen knallt. Richtig reinzwängt und eben dann gleich so und anfängt zum Reden. So. Gleich was, mal aus dem Kopf. Was ist mit dieser weggefangenen Platz-Gefangen-Geschichte? Wenn ich jetzt sage, ich muss aufs Klo, dann ist der Platz frei zu halten. Es gibt bis mal 20 Jahre alt, also wir sind 30. Jeder okay. hat einen Platz. Für den hat er zahlt. Okay. Und der Host, aber der Gastgeber, der hat schon, wenn sowieso. Ich mich dort hinsetzen will. Okay. Der Host überhaupt, wenn es eine öffentliche Party ist, gibt es ja meist auch nicht den Host, ja. Mhm. Dort, wo ich mich hingestellt habe, da stehe ich den ganzen Abend. Nur weil ich 5 Minuten dort nicht war, heißt das ja nicht, dass auf einmal sich dann so ein Pärchen, das sind auch die Besten, ein Pärchen, das hat sich gerade erst kennengelernt bei einer Super Bowl Party und dann geht schon los. Wow, sind das jetzt 5 Punkte? Nein, Schnäuzelchen. Beim Extrapunkt gibt es nur einen Punkt. Und dann obligatorisch. Dazwischen nochmal oder was? Voll geil. Immer super blöd, wenn es das heißt, man weiß nicht, dass er die Freundin mitnimmt oder sowas und auf einmal nimmt er die Freundin mit, das sind 9 Typen. Und er kommt mit der Freundin so und er sieht nicht einmal ein, dass es irgendwie komisch wäre. Er schaut nur so, Schornschnäuzelchen, da hinten ist dein... Merkst du, in welche Richtung es geht? Ja, aber man kann ja auch dann live nichts sagen dazu, so, hey, natürlich was geht? Nicht, du sagst, hallo, servus, ja, schön, dich kennenzulernen. Das ist überhaupt ähnlich, nicht. Das erinnert mich ein bisschen ans Pokern, da macht man das auch nicht, so zum Pokerabend. Lustig oder ekelhaft wird es eben erst dann, wenn es dann so losgeht. Ja, aber jetzt hast du schon viele Bier gehabt. Jetzt ist aber dann langsam Schluss, gell? Ja, noch eins brauchst du nicht holen. Oder wenn so dann wunderst ist dich wieder. Beinen. Und du, und es ist schon unangenehm und du so schaust schon so. Oh, oh. Kann man aber umgekehrt auch haben, ne? Also. Na, und die Freundin viel trinkt und dann wenig Fahrt. Das ist noch besser natürlich. Das ist noch blöd, besser. Ja. Okay, auf was, wo bewegen wir uns hin, Stoni? Na, im Endeffekt wollten wir nur sagen, Entschuldigung, dass ich beim Stoni wieder einhake, ist, Super Bowl Partys sind furchtbar. Es ist bei weitem nicht der beste Tag für uns im Jahr als Football. Ja, aber ich meine, mit Freunden zusammenkommen und das Spiel anschauen. Ist genau das, was ich nicht will. Alles klar, man macht es aber trotzdem. Oder sitzt du daheim und schaust es alleine? Notgedrungen. Okay. Ja, wir sind schon so eine geschlossene Gemeinschaft. Also wir schauen sich das meistens so im kleinen Kreis, die sich aber auch die normalen Spiele immer gemeinsam anschauen. Also wir schauen, dass wir da so in unserem kleinen Kokon bleiben. Mhm. Unter sich. Weil das Schlimmste, und das ist für mich der schlimmste Super Bowl-Stereotyp, ist der Typ, der dann am Anfang sich hinsetzt, dabei ist, motiviert ist, so ein bisschen so fragt, wie, wer spielt und so, und dann irgendwann einmal bei der dritten Werbeunterbrechung sagt er so, das war schon scheiße, nur Unterbrechungen. Und jetzt, und die spielen jetzt dann und dann wieder Pause und dann liegen sie am Boden oder was? Und das taugt euch? Und das taugt euch, oder was? Das ist dann so ein Typ, der ab dem diese Sinnkrise und Sinnfragen. Ja, die kann man ja sich, die kann man ja haben, aber man muss sie nicht kommentieren auch noch. Richtig, ja. Aber der ist dann schon irgendwann einmal ab der Halbzeit, ist er dann schon nur noch gegen den Sport und du musst dich nur verteidigen, dass du Football schaust. Ich war immer der, der auch das Uhr gefeiert hat und dann so um 1:30 ist die langsam.
müde wird. Und das hat es mir auch ein bisschen vermisst an dem Sport. Ich finde ihn geil, weil er sehr komplex ist, vor allem, dass das alles geregelt ist, bis aufs Letzte mit Video-Challenge und was weiß ich. Aber es dauert elends lang, oder? So ein Spiel dauert, was, 3,5 Stunden oder so? Und das, ja, das drücke ich einfach Genuss, nicht durch bis um 3:30 Uhr. Genuss, purer Genuss. Ja, mir taugt das Spiel, aber dann ständig Unterbrechung, stellen sich wieder alle aus, quatschen sie wieder miteinander, bis da wieder weitergespielt wird. Was ist eine Netto-Spielzeit? Wie viel ist eigentlich bewegter Ball? Das interessiert mich nicht überhaupt nicht. Die 3,5 Stunden bin ich im Himmel. Okay. Gibt's Netto sind es 60 Minuten, die sind es auf alle Fälle, aber das wird halt ausgedehnt auf. Also ja, stimmt, ja. Plus die Super Bowl-Halbzeitshow ist ja auch immer ein großes Thema. Geht ja, noch, ja. Geht ja dann noch 35 Minuten die einfach nur. Die ist mittlerweile gut. Ja, aber gibt es, also das erinnert mich dann an diesen, wie hast du den genannt, Commercial Guy, gibt es wahrscheinlich den Half. Auf alle Fälle, natürlich. Der kommt und redet nur über das Kleid von Lady Gaga den ganzen Tag. Habt ihr ein rotes, hat sie ein blaues, hat sie gesehen, es war Real Life, nein, es war Halb Life, sie hat live gesungen, nein, sie hat nicht live gesungen und pff, ja. Das ist seit der Brustaktion, ne, mit der Verzögerung. Übrigens Justin Timberlake dieses Jahr wieder. Okay. Ein Grund, sich den Super Bowl anzuschauen. Vielleicht. Es gibt ja dann aber auch die Experten dann. Pseudo-Experten gibt es auch immer wieder. Der kommt dann rein und erklärt er dann, wie er irgendeine Situation, die er gerade im Fernsehen gesehen hat, wie er die auf Madden löst. Irgendein Computerspiel. Ja, das habe ich schon dreimal erlebt in meinem Leben. Ja, ich war in derselben Drucksituation. Das habe ich ganz anders gemacht. Also, weiß nicht, auf welche Idee der jetzt kommt. Ne? Overgescheit halt. Natürlich. Wahnsinn. Okay. Furchtbar, der Quarterback wechselt dann. Irgendwie hast du so ganz dumme Ideen. So, da musst du den Quarterback auswechseln. Wie geht man um damit? Hass. Stiller Hass. Purer. Man Hass. Schiebt Hass. Ja, aber da muss man halt schauen, dass so Leute nicht kommen, oder? Das kann nicht so schwer sein. Du weißt es eh, manchmal drängt sich einer auf durch. Der Pierre zum Beispiel hat mich nie wieder eingeladen. So einfach ist das erledigt. Ich war auch noch der Typ, so, okay, eigentlich nimmt er Platz auf einer Couch weg. Was sagt er? Braucht eine, dich? Bringt zwar was mit, aber fährt dann eh. Ja, jetzt früher. Haben wir da ja eh alle Stereotypen aufgezählt. Wahrscheinlich warst irgendeiner von da. Du hast dich ja selbst dazu irgendwie bekannt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Kann schon sein. Unabsichtlich. Das tut mir sehr leid jetzt im Nachhinein. Aber Hofe, wenn wir jetzt gerade sind bei Pseudo-Experten etc. Peter, weil wir jetzt gerade da so sind bei Pseudo-Experten etc. Es sind ja immer jetzt gegen Ende der Saison, gibt es immer so, ich sag mal, Awards im Football. Wer ist der beste Quarterback? Wer ist der beste Spieler überhaupt? Ja. Wer sind die besten Newcomer? Da du ja überhaupt nichts mit dem Sport am Hut hast, würdest du dich trauen, irgendwie anhand von deinem Namenswissen oder du hast mal irgendwo was gehört oder du findest irgendwas geil und antizipierst damit was Gutes, dich trauen zu tippen, wer zum Beispiel der beste Spieler des Jahres war? Definitiv. Wir würden das aber auch gern irgendwie, weil du hast uns ja vorher auch schon zugehört, wie wir den Podcast gemacht haben, ja. Wir würden auch bitten, dass du uns kleine Begründung gibst. Du kannst nicht nur sagen, der ist es, sondern ich will dann auch zwei, drei Sätze einmal als Begründung. Was kriege ich dafür? Grundinfos oder wie funktioniert es? Wir geben dir drei Namen. Nur Nachnamen, Award, oder was? Nein, Vor- und Nachnamen kriegst okay. du. Und wir wollen dann eine Begründung haben. Und wenn wir vorher schon drüber geredet haben, beim Party mit Peter Podcast, um Strafen etc., natürlich macht der Luck nach seinem Expertenwissen nächsten Freitag genau dasselbe. Solltest du wirklich mehr richtig haben als er, könntest du dir eine Strafe für ihn überlegen? Was relativ unrealistisch ist. Ne? Wer weiß. Wer weiß. Du hast vorher okay. den Einwand von Obi gehört, der ist mit den Predictions nicht so begeistert vom Luck. Also alles ist möglich. Just give it a try. Bester Spieler, Hofi. Ich hätte für dich drei Namen. Ganz kurz, aber das weiß ja der Luck schon, oder? Nein. Nein, die werden es gewählt am Samstag. Samstag. Das entscheidet sich nächsten Samstag. Das kommt okay, erst. Geht das schon. Kommt erst. Also, ich würde dich nie linken. Okay. Sorry, dass ich das angenommen habe. So war es aber nicht gemeint. Antonio Brown, Wide Receiver, einer der Bälle fangt. Tom Brady, Quarterback, einer der Bälle passt. Und Todd Gurley, einer der mit dem Ball läuft. Todd Gurley, Tom Brady, Antonio Brown, bester Spieler dieses Jahr. Antonio Brown, Tom Brady und wie war der dritte? Todd Gurley. Ja, dieser Tom Brady ist immer top. War das nicht der jetzt mit der Verletzung, mit der Handverletzung? Ja. Aber wir wollen jetzt. Ja, okay, aber ich mache mir ein Bild. Ja.
Weil der hat sich angeblich nur verletzt, um sich einen sechsten Finger anzuoperieren für einen sechsten Super Bowl-Sieg. Oho! Naja. Oho! Aus dem Nähkästchen. Ich sage, ich kriege ein bisschen was mit. Ich sage einfach, dass das Tommy Boy wird. Tom Brady. Oder dieser Gurley. Ich möchte eine Begründung haben, warum Tom Brady bitte? Ja, weil der einfach immer dafür, der ist für die Rubrik, für die Trophäe nach wie vor zu haben. Das ist so für mich so, ja, der kann es immer werden. Das ist so Ronaldo oder Messi-Style, oder? Auf alle Fälle. Nicht schlecht. Und allein, dass er in den Top 3 drinnen ist, das heißt, er ist der Beste in seiner Position, weil du hast gesagt, einer, der rennt, einer, der passt und einer, der was? Dann ist er schon der Beste von dieser einen Sparte, das heißt, er ist schon ziemlich gut. Also das, ich, es ist nicht jetzt ausschlaggebend für das, du musst nicht jetzt der Beste Ding, aber nein, ich sag, das suggeriert really. Schon, dass sie in ihren, auf ihren Positionen sicher mit die Besten waren. Obwohl von dem, na, so viel haben wir von dem nicht gehört. Das war nur das mit dieser Verletzung. Na, ich nehme den, wie hat er geheißen, Ashley? Antonio Brown. Antonio Brown? Ja. Aber du musst halt, okay. Schau. Ich nehme den Girly. Du musst, okay, aber dann musst du es jetzt sagen. Ich nehme den Girly. Du musst uns sagen, warum. Ich möchte eine Fake-Analyse von dir bekommen, warum der gut ist. Warum es wird. Der Girly jetzt? Ja, warum wird Todd Girly MVP? Ja, was willst du Todd Girly noch sagen? Man weiß ja, was der drauf hat. Ein Top, Tom? Tom Girly, also auf jeden Fall ist der Girly. Den hört man auch immer wieder. Das ist so ein Tom Brady-Typ einfach. Erinnert okay. mich auch an. Und erinnert dich an Antonio Brown. Ja, genau. Ja? Ich wollte jetzt Anthony sagen. Okay. Nie okay. irgendwie Fake-Analyse, aber gar nicht mehr so schlecht. Ja, warte kurz, warte, wie nehme ich Brown, Girly, Brady? Na, jetzt bist du auf Girly. Ja, ich nehme den Girly. Gut, Girly. Also, und weil er. Nein, ich nehme Antonio Brown. Antonio Brown, aber weil Antonio er so Brown. Ähnlich klingt wie Todd Girly, aber auch Tom Brady sein könnte. Erstens das und zweitens, weil es ein cooler Name ist. Anthony Brown. Antonio. Antonio Brown, ja, auch cool. Okay. Defensive Player of the Year, die zweitwichtigste Trophäe. Da bin ich mir nämlich sicher, die hast alle noch nicht gehört. Okay. Das beste Verteidigungsspiel des Jahres. Genau. Und da sage ich dir gar nicht so viele Informationen dazu. Ich möchte einfach nur wissen, ob du anhand der Namen irgendeinen dir auswählst und ich möchte eine Fake-Profi-Analyse von dir haben, wie du es halt sagen würdest. Okay? Also, Calais Campbell, Jalen Ramsey oder Aaron Donald? Noch einmal, Calais Campbell, Jalen Ramsey oder Aaron Donald? Aaron Donald, das klingt wirklich... Mhm. Ich möchte eine Fake-Analyse bitte da. Ja, warte, ich gehe gerade die Spiele durch, die ich von ihm gesehen habe. Das war... okay, das war einfach eine... Ja, es ist eh der Donald. Warte, lass mich das rekonstruieren. Das ist schon ein Zeitl her mit dieser... Der hatte nicht eine Meisterleistung, glaube ich, gehabt. Das hat sich über mehrere Spieler gezogen. Deswegen ist für mich Donald auch jetzt... Wir haben das ja privat auch gespielt. War für mich auch eine Top 3 auf jeden Fall, Defensive Player of the Year. Ich werde wahrscheinlich den Donald nehmen, habe jetzt kurz vergessen, wie der andere geheißen hat. Der Jeremy. Jalen Ramsey. Der Ramsey. Ja, Ramsey auch. Ich nehme den Ramsey. Okay. Obwohl ich von Donald mehr mitbekommen habe, nehme ich Ramsey. Gefällt mir sehr gut. Wieder Fake-Analyse. Würde mir beim nächsten wünschen, vielleicht, dass die irgendwie... ein Fake-Erlebnis hast, wo du sagst, da, das eine Mal alles, okay? Also das wäre wichtig dann für im Nachhinein, dann, wo man sagen kann, du hast es gewusst. Okay. Offensiv, Stoney? Ich würde dann nie so von Fake-Analysen reden, weil ich glaube, er schaut mehr, als dass er uns da jetzt gerade irgendwie Donald weiß hat er schon so ein bisschen will. Nachdacht. Es gibt ja immer Neulinge, jedes Jahr in der NFL. Also Rookies. Spieler, die vom... Ich sag's ja. Extrem stark. Es ist, so heißen es aber in jedem Spiel. Die gibt es natürlich offensiv und defensiv. Offensiv hat es Leute gegeben wie Alvin Kamara, Kareem Hunt oder Christian McCaffrey. Hunt. Weil? Jagd. Offensive. Player of the Year. Hunt. Aaron Hunt oder wie? Kareem. Es gibt ja einen Aaron Hunt, oder? Wer ist denn das schnell? Das ist ein ehemaliger Spieler von Werder Bremen und jetzt HSV. Aaron Hunt, ja. Ich nehme den Hunt. Aber kurze Fake-Analyse, Kareem Hunt, weil? Es war so, wann habe ich mit dem das letzte Mal geredet? Das war Donauinselfest 2014, FM4-Bühne am Freitag. Ich eigentlich arbeiten müssen, war mit dem Clemens vorne was zurückbringen und habe den Hunt, also ich war eigentlich per Aaron, getroffen, mit dem ein bisschen was getrunken und der hat mir einfach von seiner Lebensphilosophie erzählt, die er eben auch auf den Profisport umwälzt. Und das war für mich augenöffnend und seitdem ist er für mich einfach eine ganz heiße Aktie. Das ist jedes Mal, wenn man sich sieht, wenn man weiß nicht, wutzelt oder Darts oder was spielt und auf ein Bier geht, ist der einfach immer 100% fokussiert
auf seine Football-Karriere. Und deswegen glaube ich auch, dass er 2018 oder halt für die Saison 17-18 oder wie auch immer man das sagt, Offensive Player of the Year wird. Übersetzt es ins Englische und das ist Stephen A. Smith, oder? Auf alle Fälle. Wollte ich jetzt auch. Die Brücke hätte ich jetzt noch geschlagen. Das schade. Okay, und jetzt noch ein letztes, okay. Ja? Defensive Rookie of the Year. Bitte wieder vielleicht eine technischere Analyse, wo du sagst, der, an dem gefällt mir vor allem. Den haben Feld wir doch gehabt, dann, den Defensive-Typen. Nein, also Defensive Rookie jetzt. Achso, Einsteiger, okay. Ja. Marshawn Lattimore. Ich kenne nur Marshall Lynch. Ah, das ist ein anderer. Das ist dieses Viech. Also Marshawn ja. Lattimore. T.J. Watt oder Tre'Davious White? Ich sag's nochmal. Ja. Marshawn Lattimore, T.J. Watt oder Tre'Davious White? Wer ist für dich der Defensive Player of the Year und weil er was besonders gut auf dem Feld macht? Was mir positiv auffällt, ist einfach die Kommunikation intern in der ganzen Defensive Line. Wenn der Typ dort steht... Welcher? Den ich meine, ich will jetzt das ein bisschen dramaturgisch aufbauen, dann ist es einfach so, ich finde, das merkt man Spirit, da geht ein Funke über, der kommt einfach von der Bank, kommt rein und es ist sofort dieser Vibe da, wo man sich auch vom Fernseher aufrichtet, also ich merke das immer bei mir und es ist dann okay, jetzt kommt der Typ. Verstehe ich, ja. Und für mich sehr inspirierender Spieler, auch wegen aufgrund seiner Vergangenheit, so wenn man sich die College-Football-Zeit von dem anschaut, war das einfach inspirierend. Also über den kannst du Bücher schreiben, ja. Einfach dieser Adventure-Typ und auch so ein bisschen dieses American Soldier-Ding. Und das ist für mich den der Lucky als erster gesagt hat. Also Marshawn Lattimore. Absolut. Richtig. Genau. Finde ich stark. Ja. Was war die letzte war die beste. Begründet auch meine Aussage. Auf alle Fälle. Also das heißt, zusammenfassend, Stoney, was haben wir? Wir hätten jetzt Todd Gurley als bester Spieler des Jahres. Bester Defensive-Spieler hast dich für Jalen Ramsey entschieden. Offensive-Rookie Kareem Hunt und Defensive-Rookie of the Year Marshawn Lattimore. Nicht schlecht. Ja, das passt. Okay. Hast du das schon so spontan eine Strafe einfallen lassen? Willst du die noch überlegen? Wir würden dich wahrscheinlich dann so nächste Woche live einmal kurz im Podcast schalten. Strafe für mich jetzt oder für den Luck? Na, für den Luck natürlich, okay. Für dich. Wieso soll es für dich eine Strafe geben? Mich als Amateur kann man eigentlich so bestrafen. So ist es. Okay, Strafe. Jetzt mit den blonden Haaren finde ich es schon ziemlich bestraft. Was muss er machen? Was wäre lustig live? Pass auf. Wir haben ja geredet über Folge 50. Da habt ihr ja dann mittlerweile ein bewegtes Bild, allerspätestens. Reißt du, mein lieber Freund, oberkörperfrei an. Und zwar hätte ich gerne eine Aufschrift auf der Brust, die etwas mit dem Fußballteam zu tun hat, über das ihr zwei vorher gesprochen habt, bei dem ihr gemeinsam gespielt habt. Da habt ihr gesprochen von irgendeinem fortschrittlichen Fußballteam. In Folge 50 will ich auf deiner Brust eine Message haben, die an diese Zeit erinnert, die ja, was ich mich erinnern kann, sehr glorreich war unter anderem. Ich kann mich auch an dich erinnern und ich sage es jetzt noch einmal, ihr beide habt dort nicht gespielt. Ihr habt dort irgendwas anders gemacht, gespielt habe nur ich von uns drei. Alle recht. Naja. Nein, wir waren die Typen. Eine Mauer waren wir. Wir haben eigentlich mehr Football gespielt als Fußball. Wir waren hinten eine Mauerlager. Ja, eine Defensive. Wie wir das zu dritt geschupft haben, waren wir badabing, badabing. Zu Beginn. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Achter, der ewigen Sechser. Du spielst jetzt einen Innenverteidiger, gell? Du, ich spiele alles. Als du geborener Achter, würde ich sagen, einen oder Sechser. Du weißt es. Ich kämpfe für Floridsdorf, überall, bin überall am Platz zu finden, Laufmaschine, nicht alternd, alles. Bringen wir es zu einem Ende? Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich bin dabei, ich finde die Strafe super. Wenn das so ist, dann machen wir das. Meine Tipps noch schnell, oder ich glaube, das wären dann unsere Tipps. Jeder sagt nochmal schnell, auch für die Stone-Luck-Hörer. Mein Tipp ist, ich habe zwar hier jetzt einen Tony Brown reingeschrieben, aber weil es eine Strafe gibt, gehe ich safe Tom Brady, einfach weil alle anderen sich verletzt haben, oder? Ziemlich mutig, ja. Was sagst du? Antonio Brown. Okay. Defensive Player of the Year gehe ich auch safe, sage ich Aaron Donald, ist auf jeden Fall der Typ, der mich am meisten beeindruckt hat. Auch während den Playoffs hat man gesehen, dass er fantastisch ist. Stoney, was sagst du? Calais Campbell. Auch mutig. Offensive Rookie of the Year, Alvin Kamara, für mich eindeutig. 1000, also ich weiß nicht, wie viele Scrimmage Yards der Mann hat. Ein einzigartiger Spieler, oder? Muss ich mich anschließen. Und Defensive Rookie of the Year, der Mann, der eine ganze Defense ändern kann, Marshawn Lattimore.
Kann ich mich dem Peter nur anschließen. Das heißt, ich habe 2 von 4. Aber die Begründung Marshall Lattimore ist nicht, weil er in die Defensive Line kommt und alle mitreißen kann, weil er ist ein Passverteidiger, steht außen. Aber trotz, ich finde die Fake-Analyse war super. Was glaubst du, wen das interessiert, wenn du oberkörperfrei die 50. Sendung machst? Ob das gut argumentiert war? Da geht es dann nur noch ums Händel. So ist es. Passt. Peter, danke. Danke nochmal, dass wir da sein haben dürfen. Geiles Erlebnis. Jederzeit wieder. Danke, dass ich Teil eurer Sendung sein durfte. Fette Empfehlung, dickes Shoutout. Hört Fantasy Football, Stoned Luck Fantasy Football Podcast auf allen Kanälen, die ihr euch reinziehen könnt. Genau so ist es. Und gleichzeitig wollen wir brauchen natürlich einen großen Shoutout an dich raushauen und dann vielleicht vor allem Hörer aus Deutschland, die vielleicht keine Ahnung haben, was du eigentlich so machst. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal dazu. Und Duschko natürlich. Ja, sag vielleicht auch an die RAN-Community, die uns hier und da mal zuhört, an unsere Football-Fans in Österreich. Was machst du in deinem Podcast-Party mit Peter? Warum soll man bei dir reinhören? Es ist gar nicht so wichtig, was ich mache oder was der Duschko mit mir gemeinsam macht. Viel wichtiger oder witziger wäre es, dass du was machst bei uns oder dass ihr was macht. Wir haben einfach einen partizipativen Podcast ins Leben gerufen, wo du mitentscheidest, wenn du willst, in welche Richtung das geht, ganz egal wie, man kann uns kontaktieren und ja, hier zu Gast sein, so wie ihr, oder man schickt uns irgendeinen Jingle oder ja, schickt uns einen Beitrag, kommt ins Studio und ja, gestaltet einfach Party mit Peter mit. Was daraus wird, wissen wir nicht. Wo kann man den hören? Auf Facebook, auf YouTube, auf Soundcloud, auf iTunes, das ist irgendwie, glaube ich, gekoppelt. Ja. Okay, hast schnell irgendwie deine Facebook-Adresse bei der Hand? Das ist einfach Facebook, Party mit Peter, Soundcloud, Party mit Peter, Instagram, Party mit Peter, E-Mail, peter@panera.at und dann haben wir noch eine Telefonnummer, die im Internet steht. Die ist natürlich dann eher auf unserer Facebook-Seite, die teilen wir über Twitter auch. Über was freust du dich am allermeisten? Nein, ich weiß es sogar, es ist glaube ich 0677-626-49849. Plus 43 davor für alle, die aus Deutschland anrufen. Genau. Was hast du gesagt? Sorry. Über was du dich am meisten freust, wenn Leute dir irgendwelche Aufträge geben, wenn sie was einschicken selber, wenn was freut dich am allermeisten? Ja, wenn einfach aktiv mitgemacht wird. Ja. Uns wird das taugen, einfach das Experiment so weiterlaufen zu lassen, dass nicht nur wir zwei moderieren, sondern dass die Leute sich einbringen. Und man kann bei Party mit Peter eigentlich machen, was man will. Und wie oft kann man das schon? Ist korrekt. Hat er recht. Hat er recht. Wir kriegen von der Technik eh schon das Zeichen. Ihr redet zu lang, es dauert zu lang. Deshalb lassen wir das jetzt so stehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Stoned Luck Fantasy Football Podcast.